Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Skywars. Ja, heute spielen wir das Enderman Kit und zwar probieren wir das jetzt erstmal auf der Map Fairy aus. Mit dem Enderman Kit habt ihr eine Enderperle mit Schutz oder Schärfe 1. Ich glaube Schärfe 1 oder Schärfe X ist es, genau Schärfe X. Und ja, mit dieser Enderperle werden wir uns jetzt gleich in die Mitte werfen, aber erstmal looten wir hier das ganze Gedöns ab. Und ja, dann begeben wir uns jetzt mal in die Mitte. Für den heutigen Part habe ich nicht wirklich ein Thema vorbereitet, da ich das Ganze wieder ja, relativ improvisiert aufnehme. Ich hatte heute nur 5 Stunden, deswegen habe ich es noch geschafft aufzunehmen. Wahrscheinlich hätte ich es sonst nicht mehr hinbekommen. Und ja, auf jeden Fall kommt ihr an. Ja, sehr schön. Deswegen habe ich mir vorgenommen, wir reden einfach mal so ein bisschen über Random Shit. Ich meine, so ein Part muss das einfach auch mal geben. Und ja, ich muss sagen, wir finden ja eigentlich auch gar nicht mal so schlechtes Equip hier. Noch ein Diabrustpanzer haben wir allerdings schon 2 von. Ah, und hier noch schön die Schuhe, sehr schön. Die braucht man noch als letztes. Ah, ne, eine Hose fehlt uns noch, aber die können wir uns auch gleich aus Dias machen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir doch schon mal so ein bisschen überlegt, was ich in diesem Part so sagen möchte. So, wir lernen jetzt erstmal unser Inventar. Und ja, Leute, heute, beziehungsweise ich habe es wahrscheinlich noch gar nicht angekündigt, ich glaube auf jeden Fall nicht. Ich fahre, beziehungsweise ich fliege in den Osterferien nach Thailand. Und da wird natürlich auch ein Vlog kommen, wahrscheinlich auch der beste, den es bis jetzt auf meinem Kanal gab. Jedenfalls hoffe ich, dass der gut wird, denn Thailand ist schon was Krasses. Das wollte ich jetzt einfach mal so auf jeden Fall schon mal ankündigen. Das werde ich auf jeden Fall nochmal in den Mario Kart Part ansprechen. Denn da gucken ja sowieso die meisten von euch zu. Ja. Da kommt erstmal eine Creeper-Armee auf uns niedergeregnet. Das ist jetzt vielleicht nicht so geil. Da ist der Typ. Komm mal den... Komm her. Okay, er springt. Oh, ich dachte jetzt, er wäre selber gestorben. Oh mein Gott. What the fuck? Wie hoch uns die Viecher gesprengt haben. Nein, nicht sterben. Oh mein Gott. Oh, lol, wir haben den Kill sogar bekommen. Hä? Hä, wie haben wir denn den Kill jetzt bekommen? Naja, wahrscheinlich, weil wir ihn geschlagen haben, der dann drunter gefallen ist oder von den Creeper gestorben, getötet wurde, oder? Kann das sein? Ah, kein Plan. Und nun ja, wie dem auch sei, für diesen Urlaub habe ich mir jetzt extra eine GoPro bestellt. Für die Leute, die das nicht wissen, das ist so eine, ja, so eine Stuntkamera, sage ich jetzt mal. Also nicht eine Stuntkamera, sondern, sag ich mal, so eine Kamera, die man beispielsweise beim Fahrradfahren oder beim Motorradfahren an den Helm machen kann. Und wir haben nur noch einen Gegner, ja gut. Und mit dieser Kamera habe ich eben vor, beziehungsweise meine Kamera, also die GoPro ist wasserdicht, also sie ist extra fürs Tauchen gemacht. Und eben deshalb möchte ich mit dieser GoPro auch, sag ich mal, Tauchgänge aufnehmen. Also die habe ich mir extra nur für diesen Urlaub gekauft, denn wir werden dort höchstwahrscheinlich also so eine Tauchtour mitmachen. Und das möchte ich auf jeden Fall für euch filmen, denn das ist äußerst interessant und ich glaube, der Gegner checkt uns gerade nicht so wirklich. Hä? Lol. Lol, ach so, der laggt. Ich dachte gerade, der hat irgendwie einen Hack und hat sich gerade weggeportet oder so. Ja, gut, okay. Das war jetzt eine äußerst bizarre Runde, muss ich sagen. Na gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Runde. Oh, Western, wisst ihr was? Komm, 12 Sekunden. Dann mache ich gleich weiter. Und diese Kamera habe ich mir jetzt vor einiger Zeit bestellt. Hat übrigens eine 4K-Auflösung, heißt, die Qualität wird auf jeden Fall gegeben sein. Wie ich das dann mit dem Mikro mache, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die gleichzeitig auch Sound mit aufnimmt, aber beim Tauchen werde ich ja schlecht reden können. Also ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Und deswegen werde ich das entweder nachkommentieren oder das einfach unkommentiert hochladen, jedenfalls die Tauchtour. Da werde ich dann wahrscheinlich ein paar Videos zu hochladen. Und zwar werden die wahrscheinlich heißen, ja, Tauchen auf Thailand oder so, könnte ich mir vorstellen. Oder, ja doch, Tauchen auf Thailand ist eigentlich ganz gut. Und ich weiß eben nicht genau, wo wir da tauchen, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall richtig interessant, weil Thailand ist ja, ja, so ähnlich wie Afrika, sag ich mal, ist die Unterwasserwelt wirklich krass ausgeprägt. Und, oh Gott, hier kommen schon Leute, gehen wir mal lieber ganz schnell in den Wurm rein. Und Thailand ist da halt wirklich auch geil für, weshalb ich das Ganze auf jeden Fall für euch filmen möchte und dann eben nachkommentiere oder... Ja, ich werde es wahrscheinlich nachkommentieren oder gar nicht erst richtig hoch. Also, beziehungsweise, ich werde es schon... Komm schon.
Oh Gott, was mache ich? Oh lol, da hing ein Spinnennetz, Gott sei Dank. Also werde ich es wahrscheinlich gar nicht nachkommentieren, sondern einfach ein bisschen Musik hinterlegen und die Videos dann cutten. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es da Haie gibt, werde ich mich dann nochmal erkundigen. Wäre auf jeden Fall cool fürs Video. Naja gut, vielleicht wäre es nicht so geil, wenn ich dann irgendwie angeknabbert werde, aber egal. Ah, schon mal Dierhosen, Dierhelm, das hat uns gefehlt, sehr schön. Dann sind wir jetzt eigentlich auch voll Dier. Wir könnten uns, wenn wir noch irgendwo Dias finden, dann könnten wir uns auch noch was machen. Für 6. Oh nein, ich habe den Helm weggeworfen. Ich bin so dumm. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ganz schnell weg. Hoffentlich staubt uns jetzt niemand ab. Ich hatte doch hier irgendwo diese Lebensfläschchen, diese Heiltränke. Aber da lag ein Goldapfel hier irgendwo. Ja, hier liegt er. So, ja, dann essen wir jetzt einfach mal. Ah, hier sind die Heiltränke. Und, ja, auf jeden Fall werde ich dann auch noch einen ganz normalen Vlog zu machen. Heißt, einen, wo ich euch ein bisschen rumführe und euch das Hotel und sowas zeige. Also ich muss echt sagen, ich sag's mal so, das ist der letzte Urlaub, den ich mit meiner Familie mache. Also ab dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr mitfahren, die Ferien wahrscheinlich zu Hause hocken und zocken und aufnehmen, was weiß ich. Vielleicht auch mal beim Kumpel pennen oder die sturmfreie Bude eben genießen, ne, und Party machen. Und ja, das wird dann eben der letzte Urlaub sein, deswegen haben wir uns da was richtig Schönes rausgesucht. Und Thailand ist meiner Meinung nach schon was Geiles, muss ich sagen. Und ja, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool und deswegen möchte ich das auf jeden Fall auch für euch festhalten, denn Thailand ist wirklich so eine Sache, das ist halt schon, ich meine, wir fliegen 11 Stunden dahin und das ist halt schon richtig geil. Also wir haben ein richtig krasses Hotel, das werdet ihr dann alles im Vlog sehen, das dauert allerdings noch bis zu den nächsten Ferien und ich weiß nicht genau, wann das ist. Aber ja, wenn ihr dazu noch genaueres erfahren wollt, wann ich dahin fahre, das werde ich mir alles nochmal ja, die Infos werde ich mir nochmal holen, sage ich mal jetzt, wann die nächsten Ferien sind. Wenn ihr dazu auf jeden Fall genau das wissen möchtet, dann schaut auf jeden Fall den dieswöchigen oder beziehungsweise den Part, den Mario Kart Part, den ich nächste Woche hochlade. Ich weiß nicht, ob ich es diese... okay. Ja, gut, das ist jetzt gar kein Bug oder so. Hä? Was ist das? Egal, bauen wir uns hier hoch. Ja, eine Angel haben wir natürlich nicht, das ist jetzt geil. Auf jeden Fall, wenn ihr dazu genau das erfahren wollt, schaut den nächsten, das war jetzt sehr gut, schaut den nächsten Mario Kart Part oder diesen, ich weiß es nicht, welcher es sein wird. Entweder werde ich diese Woche drüber reden, aber diese Woche habe ich eigentlich schon ein interessantes Thema für euch. Und deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt diese Woche kommen wird, also praktisch morgen, beziehungsweise am Samstag werde ich das Ganze hochladen, am Freitag nehme ich ja immer auf. Und, oder ob das eben nächste Woche kommt, ne? Muss ich dann auf jeden Fall entscheiden, wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe in den alten Part, beziehungsweise in dem Part, den ich diese Woche hochlade, dann werde ich das auf jeden Fall noch sagen, aber ich weiß es eben nicht genau. Oh Gott, die hat da was, Glas hingesetzt, ist jetzt nicht so geil. Na, kommt runter. Und ja, darüber wollte ich euch jetzt auf jeden Fall mal aufklären. Also war das, ich wollte eigentlich noch ein bisschen so über Rennzeug talken, aber das Wasser lassen wir erstmal wegfließen, das geht nämlich richtig auf den Sack. Aber gut, dann hätten wir jetzt eigentlich... Ach so, es lebt ja noch ein Gegner. Na gut, dann lass mir doch noch was einfallen. Alter, wie jetzt gestorben ist, wie der Körper dieser Leiche so weggeflogen ist. Das sah richtig krass aus. Und was mir auch gerade noch so einfällt, die Abstimmung vom letzten Mal, dort hinten ist übrigens der letzte Gegner, die Abstimmung vom letzten Mal, weiß ich noch nicht, wie die ausgefallen ist. Das werde ich mir angucken und werde es euch dann nächste Woche Montag voraussichtlich sagen. Und ja, das ist der letzte Gegner, dann hoffe ich mal, dass wir den noch erfolgreich klatschen. Und oh Gott, da kommt er schon. Oh Gott, nein, nein, nein. Oh mein Gott, die Maus-Sensitivity. Nein, der hittet uns richtig krass. Ich glaube, wir sterben wegen den Oh, ich bin so dumm. Nein. Oh, da haben wir noch die Kombo gegeben, Leute. Boah, Leute, das waren schöne Runden, vor allem 2 Runden hintereinander gewonnen. Das war auf jeden Fall sehr schön. Und ja, BG schreibt er hier. Yeah, GG, Alter. Das war ein richtiges GG. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer mit einer positiven Wertung zeigen. Und ja, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.